Herzlich willkommen zum mittlerweile, ich glaube, 10. Part von Luigi's Mansion 3. In der letzten Episode haben wir Igits Koffer geholt und Luigi freigeschalten, diesen komischen Glibber-Tippen da. Und auch einen Aufzugsknopf behalten. Wir gehen jetzt auf die dritte Etage zu den Läden. Also, ich frage mich, ob die Geister da irgendwas verkaufen in den Läden oder ob sie komplett verlassen sind. Okay, so verlassen. Naja, ich frage mich, was sich Luigi da fürchtet. Okay, das können wir schon mal nicht. Können wir das? Nee, das geht. Das können wir auch nicht machen. Nee, da kommt man auch nicht rein. Ist irgendwas vielleicht mit der Wüstenlampe? Als erstes will ich meine Mülleimer. Okay, da ist Geld drin. Aber irgendwie, da habe ich gerade das Telefon gesehen, aber erst noch den Mülleimer, der ist zuerst dran. Kann ich den? Nicht? Ach, nö. Also dieses Telefon und jetzt die komischen Kugeln, was auch immer das sind. Warum war das so Gold? Geldgeist. Hey, wo ist der? Oh, ich dachte echt schon, der entkommt mir, weil... Nein, er wollte schon gerade entkommen. Ich hab's gesehen. Los. Ja, war gut, dass ich noch bekommen habe. Leider sind die Goldbarren leider verschwunden. Da ist safe auch ein Geldgeist drin. So golden, wie das hier aussieht. Deswegen erstmal Mülleimer beseitigen. Um mehr Platz zu haben. Ich sehe schon hier. Ja, ein Fake-Geist. Ah ne, nur ein Schlüssel. Okay, jetzt haben wir dann einen goldenen Schlüssel, für was auch immer wir den brauchen. Dann... Hier lassen wir mal Luigi rein. Hey, da ist Geld. Los, komm her. Ah, pusten? Muss ich da pusten? Ja. Okay, dann hört da das Wasser auf. Ja.
Nee, da. Ist auch Glocke. Ach, und das habe ich noch nicht erwähnt. Seit man Luigi hat, könnt ihr jetzt auch zu zweit spielen, das Game. Also ich könnte jetzt auch einfach, wenn ich jemanden Mitspieler hätte, mit einem zweiten Controller, wäre dann der dann einfach immer Luigi. Problem ist halt, ja, sozusagen, das ist eigentlich nur der zweite, weil Luigi kann ja nicht durch Türen gehen und... Fehlt da hinten nicht irgendwas? Okay. Da ist nichts mehr. Hier, das kriegt man auch nicht weg. Dann gucken wir mal darüber. Was ist hier? Okay, das ist abgeschlossen. Der Aufzugsknopf. Da ist er. Zum Glück ist dieser Wächter ja nicht ängstlich. Okay, er hat einen Key verloren. Den hole ich mir jetzt schnell. Warum trampelt Luigi so? Okay, da haben wir den Schlüssel. Dann gucken wir mal in den Automaten. In den Schroboblitz-Automaten. Den Goldbarren. Eine Maus. Du kommst auch zu mir, Maus. Du gibst Geld. Nee, die gibt gar kein Geld, wie ehrenlos. Ja, okay, ein Edelstein, chillig. Na, komm her, Münze. Nix, okay. Dann... zerstören wir ihn. Na, komm her. So, und jetzt machen wir die Tür auf. Geben wir den Schlüssel. Was? Hä? Ja, okay, ich habe das Prinzip verstanden. Es gibt verschiedene Schlüssel und wir müssen jetzt erstmal den richtigen finden. Ist das? Nee. Nee, das ist es auch nicht. Dann hier. Ja, das ist das Richtige. Gehen wir mal mit Luigi rein. Scheint so, als ist es jetzt eine Only-Luigi-Mission. Dann mal gucken, die hier... Ah, hier ist die Kasse. Noch ein Schlüssel.
wie Luigi sich einfach null erschreckt. So, die Geister brauchen wir jetzt nämlich noch, um die Schränke und die Einrichtung zu zerstören. Da ist eine Perle. Da haben wir den anderen. Jetzt wirst du eingesaugt. Lol. Geist durch Schleudern von anderen Geist besiegt. Was? Ja. Edelstein. Ist hier noch irgendwas? Ich will noch die ganzen Schränke zerstören. So. So, Herz. Nee, das ist nicht Herz. Das müsste das... Ja, genau, das da ist es. Ja. Hier hat noch so ein Ding zum Ziehen. Ja, wer ist er denn? Ja, du bist besiegt, Freundchen. Also hier hinten hat es jetzt jedenfalls eine Luigi-Röhre, wie ich sehe. Ja, wo führt die denn hin? Okay, nur Geld. Ich dachte, ein Edel. Okay, da passiert nichts mehr. Und hier ist Geld zwischendrin. Und hier die ganzen. Kann man auch noch aufsaugen. Okay, gut, die habe ich noch erwischt. Kann man hier auch noch einschießen? Nee, stimmt, muss ja erst absaugen. Warte mal, da kann man Pömpel drauf schießen, sehe ich jetzt gerade. Da gibt es noch mehr Münzen dafür. Na, da. Da bei dem Herz, da müsste noch einer hingehen.
Dann hier. Da geht noch einer hin. Na. Ja, krass, da geht einfach eine Tür auf. Da ist ein Edelstein. Ja, wie bekommt man den? Ah, saugen wahrscheinlich. Okay, gut. Jetzt haben wir schon 4 von der Etage. Wollte ich zwar eigentlich noch gar nicht, aber ist eh nichts mehr im Raum. Ja, da. Was ist das da? Nee. Ich glaube erstmal. Na. Komm. So. Hä? Ist es ein Bug oder? Nein, die ganzen Münzen. Weg mit der Videosequenz, ich brauche das Geld. Also, ja, das war alles. Gut. So, jetzt haben wir auch den Schlüssel bekommen. Jetzt müssen wir da wieder hoch. Hier sagen wir erstmal alles ein. Okay, okay Leute, ich sehe schon, wenn ich mal wieder auf die Uhr schaue, diesen Raum erkunden wir im nächsten Part. Das war's mit dem Part und damit ciao. Jetzt hast du die Wahl, wie es weitergeht. Oben links findest du das nächste Video dieses Projekts, unten links die Playlist des Projekts, oben rechts meinen Kanal. Und unten rechts mein neuestes Video.